Hallo Welt, da sind wir zum ersten Mal hier in Fallout Shelter. Das ist seit letzter Woche kostenlos zum Herunterladen für den PC gibt. Und ich muss gestehen, wir haben jetzt die dritte Aufnahme gestartet. Vorher war irgendwas mit dem Sound nicht in Ordnung. Das erste Mal war sowieso ein Test, ob man überhaupt aufnehmen kann mit Fraps. Ja, es funktioniert. Das zweite Mal, wie gesagt, hat irgendetwas mit dem Sound nicht gestimmt. Es war sehr, sehr leise. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Dadurch, dass wir es schon mal ausprobiert haben, wissen wir jetzt, haben wir schon mal eine kleine Übersicht. Und wir haben hier auf dem Startbildschirm also die Möglichkeit, jetzt hier unten das Spiel zu verlassen. Das habe ich schon rausgefunden. Oder den Vault zu betreten, den wir gleich gemeinsam erstellen wollen. Oder das kenne ich nicht, das Symbol, das haben wir nicht ausprobiert. Hier ist die Vault-Liste, wenn man Vaults schon erstellt hat. Man kann scheinbar drei oder mehr Vaults sogar erstellen. Und dieses hier ist wohl eher für uns interessant. Hier können wir auf diese Zahnräder klicken und wir können die Musik runterregeln. Das habe ich dann schon mal am Ende der letzten Folge gemacht, die leider ein Fail ist, weil der Ton doch viel zu leise war für uns. Das war hier, die Musik war ganz laut gestellt, der Sound auch, und man hat die Stimme also nicht gehört. Zudem habe ich den Fenstermodus ausgeschaltet. Das klappt nämlich hier in dem Menü wunderbar. Ich hatte das vorher auch mal probiert über die Minimieren, Maximieren Funktion des Explorer-Fensters zu verändern. Das hat nicht funktioniert. Okay, hier unten können wir Credits noch anzeigen lassen. Das werden wahrscheinlich die Leute gewesen sein, die hier dran gearbeitet haben. Ja, ganz genau. Und wir gehen hier oben über den Button wieder zurück, über den Schalter. Die Vault-Liste wird uns jetzt nicht viel zeigen. Wir können neue Vaults hier erstellen. Dann schauen wir uns doch den letzten Schalter noch an. Hier unten links in der Ecke, was hat dieses Strahlungs-, dieses Nuklearsymbol, dieses Atomsymbol zu bedeuten? Ah, das war wohl nix. Irgendwie öffnet sich der Browser jetzt und wir kommen auf die Webseite von B-Tester von Fallout 4. Aha. Ja gut, jetzt können wir uns hier den Trailer, den Wanderer-Trailer angucken von Fallout 4. Das wollen wir aber gar nicht. Nein, wir wollen hier weitermachen. Okay, Vault betreten, sage ich mal. Und da sind wir. Also, wir können einen neuen Vault erstellen, indem wir hier links einfach einen Linksklick drauf tätigen auf das Symbol. Neue Vault erstellen. Jetzt musst du die ID deines Vaults festlegen. Überlege gut, denn die ID lässt sich nachträglich nicht mehr ändern. Okay. Und da ich vermute, dass Vault-Tech irgendetwas um die 122 Vaults hergestellt hat, vor 2077, der letzte ist wahrscheinlich nicht fertig geworden, das werden wir in der kommenden Woche erfahren. Ich freue mich schon auf den 26.07.2016, auf die Veröffentlichung vom Vault-Tech Workshop. Ja, ob wir dann mit Vault 123 konfrontiert werden oder mit einer vielleicht noch nicht fertiggestellten, werden wir in der kommenden Woche erfahren. Jetzt sind wir aber erstmal hier und ich denke, wir nennen dann einfach unseren Vault 123, der dann eben nicht von Vault-Tech, sondern von uns ist. Vault-Tech hat, wie gesagt, soweit ich weiß, nur 122 Vaults. Pro Vault, glaube ich, 1000 Leute sollen reinpassen, wie auch immer. Ja, das ist Wikipedia Insider-Wissen. Fallout Wiki. Okay, wir sagen dann hier mal Vault erstellen. Also die Zahlen kann man ändern, indem man das Scrollrad nutzt übrigens. Aber das ist, glaube ich, selbsterklärend schon. Glückwunsch! Vault-Tech hatte ich zum Aufseher vom Vault 123 gemacht. Okay, der Vault schützt die Leute vor den Gefahren des Ödlands. Schick. Als Aufseher musst du den Vault erweitern und erhalten, sowie für die Zufriedenheit und Sicherheit der Bewohner sorgen. Sehr gut. Jeder Raum benötigt ein Special-Attribut. Bewohner mit diesem Wert werden dort glücklich und produzieren zusätzliche Ressourcen. Sehr schön. Vault-Tech, er vergibt tägliche Leistungsbewertungen. Denk daran, du musst deine Bewohner glücklich machen und motivieren. Wenn du auf einer Ebene keinen Bauplatz mehr hast... Okay, das war zu schnell.
mit Joghurt. Ja, ich versuch's dann erst gar nicht. Okay. Nützliche Tipps, okay. Willkommen in deinem neuen Vault, Aufseher. Es folgt eine kurze Vorstellung der Grundlagen. Okay. Also diesmal werden wir unseren Namen vor allem erstmal nicht eingeben, unsere Attribute, unsere eigenen nicht festlegen. Nützlicher Tipp nochmal, bauen wir zuerst einen Raum. Klicke auf das Hammer-Symbol, um das Baumenü zu öffnen. Okay, das machen wir doch glatt. Generator, achso, wir bauen einen Generator, der Energie erzeugt. Klicke auf den Generator. Okay, jetzt sehen wir hier den Generator, das kleine Energiezeichen hier. Bewohner hier zuweisen, um Energie zu produzieren. S-Stärke, Caps oder Kronenkorken, 100. Und wir bauen. Und Räume benötigen Energie, um zu funktionieren. Zum Bestätigen erneut anklicken. In Bauzonen kannst du Räume bauen. Bestätige die Position, indem du auf die Bauzone klickst. Nun gut, den Generator hätte ich jetzt nicht so gerne hier oben. Wenn ein Angriff kommt, wird es zerstört vielleicht und dann funktionieren die Aufzüge alle nicht mehr. Ja, wo bauen wir den denn am besten hin? Ja, wie wäre es denn unten links, direkt hier drunter? Können die nach unten graben? Naja, wenn es Maulwurfsratten sind, dann vielleicht schon. Ansonsten hier... Nehmen wir links. Im Zweifelsfall ist links immer gut. Okay, nützlicher Tipp. Jetzt brauchen wir Bewohner, damit der Generator Energie erzeugt. Okay. Da kommen sie. Da. Neue Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Okay. Schauen wir uns die Statistiken eines Bewohners an. Klicke auf einen Bewohner, um seine Daten zu sehen. Klick, klick. Du kannst dir die Special-Statistiken ansehen, um zu entscheiden, wo der Bewohner am besten eingesetzt wird. Special. Also ich habe schon alles ausprobiert. Bisher können wir vor allem diese Special-Sachen einfach hier irgendwo draufklicken und dann wird dieses geöffnet und man kann sehen, dieser Bewohner namens Stephen Chandler hat eine Stärke von 5, Wahrnehmung 1, Ausdauer 3, Charisma 1, Intelligenz 1, Beweglichkeit 1 und Glück auch 1. Okay, sagen wir mal. Um einem Bewohner zuzuweisen, klicke ihn an und halte die Maustaste gedrückt, dann ziehe ihn in einen Raum. Versuche den Bewohner dem Generatorraum zuzuweisen, den du gerade gebaut hast. Und das finde ich absolut neckisch, wie man den hier so nehmen kann und hier so fallen lassen kann, einfach hier drin. Also linke Maustaste gedrückt halten und so loslassen lässt. Und schon rennt er los und er freut sich. Okay, weise jetzt den zweiten Bewohner dem Generatorraum zu. Zur Erinnerung, klicke ihn an und halte die Maustaste auf den Bewohner und ziehe ihn in den Raum. Zup. Schmeißen wir sie mal dazu. Ist das süß? Ich finde das total niedlich. Super. Und jetzt, also verschieben kann man das auch, indem man hier die Maustaste gedrückt hält. Also anklickt einmal, gedrückt hält und dann die Maus bewegt. Dann kann man hier das Bild verschieben. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Das findet man dann schon heraus, glaube ich, mit der Zeit. Aber naja, wir müssen ja noch lernen. Wir müssen ja noch gucken, wie das alles geht hier. Noch ein nützlicher Tipp. Jetzt arbeiten die Bewohner und der Raum produziert Ressourcen. Klicke doppelt auf einen Raum, um ihn dir genauer anzusehen. Okay. Klick, okay. Wo ist das okay? Ach, wir müssen doppelklicken auf einen Raum. Aha! Der Goat hatte recht. Das ist der perfekte Job für mich. Madison und Stephen haben wir jetzt hier drin. Sehr schön. Nützlicher Tipp. Wenn du unbedingt mehr Ressourcen brauchst, kannst du den Tempo-Modus nutzen. Klicke auf den Tempo-Button, um das Tempo-Menü zu öffnen. Okay. Generator. S10. 2 Minuten, 11 Sekunden. Ach so, Tempo. Ist das rundenbasiert? Ah,
das werden wir noch rausfinden. Belohnungen auf jeden Fall. Kronenkorken kann man nicht anklicken. Achso, 34. Erfahrungspunkt 104. Unfall 33%. Unfallmöglichkeit wahrscheinlich. Und wir aktivieren jetzt mal. Aktivieren. Und da sind sie schon. Ist das cool. Sind sie schon schneller. Das sind zu viele Reize auf einmal. Reizüberflutung. Ich kann nicht mehr. Nützlicher Tipp. Sehr gut. Du hast den ersten Tempo-Modus abgeschlossen und Kronenkorken gesammelt. Okay. Was? Bauen wir einen zweiten Raum. Ja, liebe Welt da draußen. Das werden wir tun. Aber ich denke mal im nächsten Video. Ich glaube, den müssen wir. Wir sind gezwungen, ihn jetzt noch zu bauen. Wir können nicht abspeichern, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann bauen wir den eben noch. Gut. Du brauchst einen Diner, der dir Nahrung produziert. Klicke auf den Diner. Diner. Bewohner hier zuweisen, um Nahrung zu produzieren. A. Beweglichkeit. Kronenkorken 100. Achso, braucht Beweglichkeit und 100 Kronenkorken wahrscheinlich. Nun gut, Bewohner brauchen Nahrung, sonst verlieren sie Gesundheit. Klicke zum Bestätigen erneut. Wo schicken wir denn die Nahrung hin? Nun, die Nahrung. Okay, bestätige den Ort, in dem du auf die Bauzone klickst. Also Nahrung hätte ich jetzt nicht ganz gerne so im Bereich des Generators, wenn da mal was überschwappt von der Radioaktivität oder ich weiß ja nicht, womit die angetrieben werden, mit Strom wahrscheinlich. Naja, aber sie sollen Strom produzieren, was das ergibt wieder, das ist total sinnfrei, was ich hier mache. Okay, aber ich möchte kein Essen in der Nähe des Generators haben. Also ich möchte Essen dann, wenn schon, auf der anderen Seite meinetwegen hier haben. So weit am Ausgang auch nicht, wenn da was passiert, verhungern alle, also hierhin. Bauen wir einen weiteren Raum. Oh nein, wir sind in der Walltech-Hölle gelandet. Wir kommen hier nicht mehr raus. Hier muss doch irgendwo ein Abspeichersymbol gleich mal kommen. Naja gut. Okay, ein weiterer Raum, schnell. Okay, nützlicher Tipp. Jetzt brauchst du einen Wasserbehandlungsraum, der Wasser produziert. Klicke auf Wasserbehandlung. Wasserbehandlung. Bewohner hier zuweisen, um Wasser zu produzieren. Sie benötigen dafür Wahrnehmung und 100 Kronkorken. Bauen. Bewohner brauchen Wasser, um die Strahlung niedrig zu halten. Klick zum Bestätigen. Erneut. Machen wir doch glatt. Und da brauchen wir gar nicht lange zu überlegen. Das Wasser kann ruhig in die Nähe des... Ich würde gerne unten etwas weiterbauen. Also kann ruhig in die Nähe hier des... Was war das denn jetzt? Deiner. Des Diners. Okay, bestätige den Ort, in dem du auf die Bauzone klickst. Ja, okay, bauen wir den Wasserraum da drüber. Wenn der Leck schlägt, dann läuft hier alles im Diner voll. Und wenn wir das daneben bauen, dann können wir das Diner aber nicht vergrößern. Wir werden wahrscheinlich sowieso noch irgendwie ein anderes Diner aufbauen. Hier oben ist wieder schlecht. Wenn da irgendwas passiert hier oben, dann, ja, dann ist gleich die ganze Versorgung mit Wasser kaputt, weg. Hier wäre eigentlich gut, aber das ist wieder zu nah am Generatorraum, oder? Nee, hier beim Essen ist schon gut. Okay. Wasser. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Nahrung und Wasser für deinen World. Achte auf die Anzeigen, um deinen Ressourcenbedarf im Auge zu behalten. Okay. Aha, nützlicher Tipp. Da, weitere Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Da kommen sie. Und was wir damit machen, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Denn wir haben jetzt hier unseren Pip-Boy auf der rechten Seite und das bedeutet, wenn wir den anklicken, passiert nichts. Oh nein! Okay, es ist wirklich die Vault-Tech-Hölle, aus der wir nie wieder rauskommen. Jetzt kennst du die Grundlagen der Arbeit als Aufseher. Bau deinen World aus und sorg dafür, dass die Bewohner am Leben bleiben und zufrieden sind, okay? Und jetzt? Oh nein! Schließen. Verklickt. Das ist gar nicht so einfach hier mit den ganzen Klicks. Oh, man braucht nur noch zu klicken, keine Tasten mehr. Das ist doch optimal für mich. Nur noch Linksklick. Ja, schon das ist zu kompliziert. Okay.
Hier haben wir die Möglichkeit, also nochmal den Sound, die Musik einzustellen. Kamera-Zoom-Geschwindigkeit, die finde ich aber so ganz gut, wie ich das jetzt gesehen habe. Kamera-Scroll-Geschwindigkeit, auch da kann ich jetzt nicht motzen im Moment. Und Tipps können ruhig anbleiben. Am Anfang finde ich, Screenshots lassen wir mal, glaube ich nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Aber wir lassen es mal an und im Fenster. Nein. Ach so, das ist jetzt dieser. Ja, genau. Das soll ja nicht dieses Miniaturfenster sein, auf dem man kaum was lesen kann. Das ist so schon gut. Okay. Wir können zum Hauptmenü Hotkeys und hier können wir speichern und beenden. Speichern und beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.